Hallo Freunde, ich bin Flo. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Und wie ihr seht, habe ich heute ein kleines Reset für euch, und zwar von der Firma Quanguang. Mein erstes Quanguang-Set. Ich glaube, ich spreche es auch total falsch aus. Ich weiß nicht, wie man ausspricht, aber okay. Wie ihr seht, es handelt sich um ein kleines Auto, und zwar soll es den Bugatti Chiron wollen darstellen. Und das Set hat die Nummer 100, 133 und 339 Teile. Und wie ihr seht, es ist ein rosa Auto, und ich habe es eigentlich auch nur gekauft, weil es im Ali-Sale keine 8 Euro gekostet hat. Und ich habe gedacht, ach komm, probier mal aus. Sieht ja ganz witzig aus, und es hat dann halt auch zwei Figuren wohl. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Und wie gesagt, es ist mein erstes Quanguang-Set, und ich mache jetzt einfach mal die Schachtel auf. Und wir gucken mal rein, wie es dann so aussieht, oder? So, ich gebe einfach mal alles aus. Die Anleitung natürlich nicht vergessen. Weg damit. Dann gucken wir gleich mal die Anleitung an. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Und was lustig ist, wie ihr vielleicht seht, die Seiten waren leicht rosa gehalten. Ganz witzig. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kleine Tütchen. Und ja, natürlich ein paar Aufkleber. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt. Bugatti, wie auch immer man das ausspricht. Also, ich mache einfach mal die Tüten auf, baue die kleine Karre auf, und wir sehen uns dann gleich wieder. Also viel Spaß und bis gleich. So Freunde, da bin ich wieder mit dem fertigen kleinen Bugatti. Hübsches kleines Set, und der Aufbau geht auch, wie ich finde, sehr einfach. Gibt es eigentlich keine Probleme. Die Anleitung lässt sich wunderbar lesen, erkennt man alles und aufbauen. Wie ihr gesehen habt, die Seiten sind alle so leicht rosa, finde ich ganz witzig. Passt ja zu diesem rosa Set. Die Steinequalität ist ja okay, würde ich sagen, so ein bisschen wie Bela. Natürlich keine Mulking-Qualität. Manche Steine haben ein bisschen zu viel Plastik dran. Ein paar Reste, bei manchen fehlt ein bisschen was. Auch hier die Windschutzscheibe ist nicht wirklich klar, ist eher trüb als klar. Ansonsten aber ist die Qualität der Steine wirklich vollkommen okay. Und wie ihr seht, es fällt auch nicht auseinander, das Set. Also die Steine halten auch, sind nicht irgendwie lose oder so. Also finde ich vollkommen okay. In dem Set sind zwei Figuren drin. Einmal diese hier, und die andere sitzt im Auto. Da ist übrigens gerade die das Visier vom Helm abgefallen. So, mal schnell drauf gesteckt. So, zwei Figuren, wie gesagt. Einmal eine Rennfahrerin und einmal, was ist das? Ich sehe so aus der Boxencrew jemand. Die Figuren sind schön bedruckt, wie ich finde. Allerdings hier bei meiner Rennfahrerin fehlt so ein kleiner weißer Punkt im Auge. Das ist das einzigste Manko, ansonsten sind die schön bedruckt.
Und man kann die Rennfahrer auch hier wunderbar ins Auto setzen. Passt auch rein. Und wie ihr vielleicht seht auf der Packung und auch hier auf der Anleitung, auch hier hinten ist extra nochmal drauf, dass angeblich beide Figuren ins Auto passen. So, jetzt kommt das Problem. Allein bei dieser Figur, wenn man sie versucht schon mal hinzusetzen, die Beine nach oben zum Hinsetzen, es geht nicht, da ist der Rock im Weg. Also müsst ihr erstmal den Rock ausziehen. Dann könnt ihr sie hinsetzen. Passt immer noch nicht, zweites Problem. Die Zöpfe hier, die Haare, sie sind leider viel zu groß, viel zu dick. Passt nicht ins Auto rein. Ihr müsstet also auch noch die Frisur jedes Mal abnehmen. Bei mir jetzt leider das Problem, die Frisur ist so fest. Jedes Mal kommt der Kopf mit ab. So ein bisschen umständlich, ein bisschen nervig. Nun gut, fährt halt nur einer. Die andere steht am Rand und winkt. Geht ja auch nicht, wa? Wie gesagt, die Figuren sind ansonsten wirklich schön bedruckt. Und sie haben so kleine Kniescharniere. Ihr müsst sie allerdings auch selbst zusammenstecken. Bisschen fummelig, aber geht. Nicht weiter tragisch. Und auch hier oben die Schulter sind auch kleine Scharniere, Kugelgelenke. Ja, muss man auch selbst zusammenstecken, geht auch alles. Ansonsten, was mir noch auffällt bei dem Rock hier, da sieht man zum Beispiel, ist ein kleines Loch, da ja, wurde einfach nicht genug Plastik hineingespritzt in die Form. Ansonsten aber, wie gesagt, nette Figuren. Das Dach lässt sich, wie gesagt, einfach mit zwei Noppen draufstecken, zack, und wieder abnehmen. Funktioniert auch wunderbar. Und wie ihr seht, das Auto rollt, allerdings ein bisschen schwergängig. Da hier hinten dieser eine Reifen bei mir nicht so rollt. Die anderen gehen alle wunderbar. Nur dieser eine hier, der ist ein bisschen schwängig. Da ist einfach der Pin. Das wird einfach nur mit so normalen Technikpins festgehalten, die Reifen. Na. Einer nur so drauf gesteckt. Und ja, das sind halt nicht die allerhochwertigsten Technikpins, die da drin sind. Der eine ist hier ein bisschen hängt, ein bisschen, deswegen rollt der Reifen nicht so geschmeidig. Ansonsten aber klappt alles wunderbar. Und wie ihr seht, ich habe alle Aufkleber draufgeklebt. Dieser kleine Stickerbogen ist leer. Sehr nicht viel. Ich habe gedacht, komm, kleben wir alle drauf. Hier dieser Bugatti, was auch immer. Und hier der Auspuff oder hier vorne der Kühlergrill. Das sind alles Aufkleber. Auch hier oben auf dem Dach. Die meisten Aufkleber gehen auch über mehrere Steine. Ist ja immer nicht so schön. Aber bei dem kleinen Set habe ich gedacht, ach komm, kleb mal drauf. Was auch lustig ist, was ich erst nicht gesehen habe, hier an der Windschutzscheibe, das sind tatsächlich zwei Prints rechts und links. Also hier oben Aufkleber, geht über zwei Fliesen, aber hier rechts und links, wie gesagt, Prints, auch sehr gut. Allerdings, wie gesagt, die Windschutzscheibe ist ein bisschen trübe, nicht so klar. Hat allerdings erstaunlich wenig Kratzer, bin ich überrascht. Wie gesagt, ein hübsches Set, also mir gefällt es eigentlich ziemlich gut. Und genau, ihr habt auch noch wechselbare Felgen, Radkappen dabei. Könnt ihr euch dann aussuchen, welche euch besser gefallen. Zwei verschiedene stehen zur Wahl. Ist auch, wie ich finde, sehr gut. Und genau, ich hatte, wie gesagt, keine Fehlenteile dabei. Alles war dabei. Vier Mini-Teilchen waren über. So wie es sein soll. Passt alles. Wunderbar. Und, ach genau, zum Schluss noch die Schachtel. Finde ich ganz witzig. Die ist so schön erhaben geprägt hier außen. Die Schrift und das Auto. Finde ich immer ganz witzig, da wirkt die Schachtel schon fast hochwertiger als die Steine, muss man sagen. Nun gut, das heißt drum, ein hübsches Set, mir gefällt's. Oh, hinten der Spoiler übrigens, der Heckspoiler, der hängt nur an zwei Noppen, die ist ein bisschen, oh, wie das drin, ein bisschen fummelig reinzustecken, aber es geht. Ansonsten, wie gesagt, es ist wirklich stabil, also man kann damit wirklich spielen. Hübsches Set, mir gefällt's. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über Like und Abo freuen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.